So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Lost Ember. In der letzten Folge haben wir wieder einige Erinnerungen freigeschaltet und haben herausgefunden, dass unser Vater uns den Wachen überlassen hat. Das ist alles sehr blutig geendet und wir haben Vaila in einem Feuer, was von den Wachen gelegt worden ist, verloren. Und sind dann als Kolibri eigentlich dann relativ, ja, nicht weit gekommen, denn wir wurden von einem Sturm erfasst und der hat uns jetzt hier hingetrieben und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir denn wieder zurückkommen, weil das war doch schon sehr, sehr windig. Mal kurz gucken, wie kann ich mich denn hier anschleichen, ohne die irgendwie verrückt werden zu lassen. Enden sind ja immer ein bisschen speziell. Die kriegen ja mal gleich Herzflattern, wenn die uns sehen. Obwohl wir eigentlich nur ja, umschauen wollen. Man muss dazu sagen, die Grafik, die ist einfach mega schön. Habe ich eigentlich auch gar nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Also ich wusste schon, dass die Grafik gut ist, aber dass sie mich ja doch so überzeugt, da können sich einige Spiele auch mal eine Scheibe abschneiden. Einfach mit Liebe zum Detail. Immer. Warte mal. Das sind ja ganz viele Kolibris. Ich will gerne Kolibris sein. Wo sind wir jetzt hin? Da. Das möchte ich gerne sein. Genau. Ja, ich hoffe mal, der hat sich jetzt beruhigt, das arme kleine Kerlchen. Es wurde hier ordentlich durchgeschüttelt und wir mussten auch einigen Sachen ausweichen. Und da war ich auch glatt überfordert. Da ist eine Öffnung. Hinter dem rosa Baum da oben. Was für ein großer Baum? Wo ist ein großer Baum? Ist keine Öffnung. Oder wo siehst du hier einen rosa Baum? Rosa Luftballon? Nicht rosa, roter Luftballon. Ein Wombat. Wir rennen gleich schon wieder um ihr Leben. Vor allem die Ruhe vor dem Sturm. Ja, soll mich das irgendwie ein bisschen beruhigen, das Kapitel? Oder? Mann, mach. So, Wombat? Wombat? Brauch Wombat. Ich höre die doch. Da ist eins. Hallo. So. Jetzt gehen wir mal dort in die Öffnung rein. Kleiner. Oh. 17 von 28. Ich glaube, wir werden bestimmt nur so um die 26 finden. Und die zwei, die haben wir schon fleißig übersehen. In den vorherigen Kapiteln. So. Was sind denn jetzt hier meine Kolibris? Kolibri. Ich möchte gerne dich wieder zurückhaben. Es war sehr angenehm mit dir, das Reisen. Moment, da vorne? Ja, da vorne schwirren sie umher. Nein, ich wollte. Wo bin ich denn jetzt? Ach doch, ich bin Kolibri. Genau, was ich wollte. Sieh dir das Wasser an. Früher war es voller ekliger Algen und giftiger Schlacke. Trinken sollte man das nicht. Aber früher. Achso, früher, weil bestimmt wir sind ja jetzt in der. Es ist ja Vergangenheit. So.
Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ja. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Verkleide ich jetzt hinein. Wir wollen doch den Pilz hier mitnehmen. Sieh dich nur um. Alles ist so lebendig. Ach so, ich muss ja runter. So, F. Dankeschön. Huch. Kann ich nicht hier hoch? Geht das nicht? Nein, anscheinend nicht. Wo bin ich denn jetzt? Hier geht das nicht. Ich habe bestimmt schon wieder zwei Relikte vergessen. Und nicht vergessen, sondern übersehen. Okay, ich komme hier wirklich nicht hoch. Okay, ich muss nochmal versuchen. Hier war die Erinnerung. Hier sonst noch irgendwas Schönes? Außer ein Haufen voller Enten. Was denn? Ach, das sind Nester. Hallo. Soll ich euch aufscheuchen? Das wollte ich aber nicht. Ich bin schon gemein. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Relikt eventuell? Nö. Hier. Haben wir hier noch irgendwas außer wundervolle Blümchen? Als ich noch am Leben war, waren Flüsse schmutzig und verseucht. In Flussnähe ist kaum etwas gewachsen. So. Oh. Was war denn hier? Oh, kann ich ein Fisch? Ich will ein Fisch. Ich will ein Fisch sein. Das ist ja cool. Runter, hoch. CD. Was ist denn? Okay. STAG ist CDRL. Das ist ja. Richtig cool. Das Problem. Oh na. Oh nee. Oh na. 1 von 21. Wollt ihr mich denn hier? Keine Ahnung. Komplett überfordert. Also suche ich wieder hier den ganzen Spaß nochmal ab. Wenn ich die vergessen habe. Nee. Zumindest sehe ich jetzt hier nichts. Oh, Gottes Willen. Ja, warte mal, geh mal kurz hier zurück, sondern hier lang. Hier mal nichts. Okay. Das Schöne ist, ich darf ja bestimmt den ganzen Weg nochmal. Was war das denn jetzt? Zurück? Weil bestimmt hier drumherum irgendwelche Pilze noch sind. Irgendwas ist doch hier bestimmt. Oh. Ach so, warte mal. Ha. Ach, was sind wir eigentlich, ein Lachs? Irgendwas in der Richtung? Weil wir so schön tappen können. Ruhe vor dem Sturm. Da will ich gar nicht wissen, wie dann der Sturm aussieht. Und es ist alles so schön hier. Es wird bestimmt dann noch ganz dunkel und finster. Oh!
Ja, genau. Also wenn die von der Höhe jetzt rein. Das muss ich doch komplett zerschießen eigentlich, oder? Oder sehe ich das falsch? Das dürfen doch eigentlich gar nicht überleben. Die haben doch so einen kleinen Körper und der Aufprall ist auch so heftig doch dann aus der Höhe. Da geht es doch gar nicht anders. Oder haben da Fische irgendwie eine andere, ja, so Anatomie, dass sie dann trotzdem so einen Sturz überleben? Ich erkenne hier nichts wieder. Ich auch nicht. Sieh dich weiter um. Bin ich überhaupt richtig hier? Ich glaube, als Fisch würde ich überhaupt gar nicht leben wollen. Ich glaube, es wäre mir zu stressig. Laut ja in jeder Ecke irgendein Feind, der mich essen möchte. Das wäre mir zu viel Stress. Habe ich noch irgendwas? Nee, okay. Gut, dann gehen wir mal tiefer rein in die Höhle. Aber anscheinend ist da irgendwas. Erstaunlich. Nur eine Wasserstadt. Ich glaube, wir sind auf der alten Straße nach Kilotasi, unserer Hauptstadt. Mhm. Versunken, verformt durch Wasser und Zeit, aber immer noch da. Okay, gut, der Wind ist gar nicht. Ja. Oh, hallo. Ich sogar hier durch kann ich schwimmen. Ah, er hat mir dann wirklich an alles gedacht. Aber ich muss sagen, was mir hier ein bisschen fehlt, ich meine, vielleicht kommt es ja noch, sind solche Feinde. Also so bei Wombats, so irgendwelche, ja, wer ist ein Wombats eigentlich? Ja, halt nur solche Raubtiere oder hier irgendwelche Haie, irgendwas in der Richtung, wo man aufpassen muss, dass man denen nicht begegnet, obwohl dann, gut, dann habe ich ja gar keine Ruhe zum Erkunden. Das wäre natürlich auch wieder blöd. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht ist es ja dann bei dem Sturm mit dabei, dass wir dann hier irgendwelche Feinde haben, denen wir nicht vor dem Mond schwimmen dürfen. Es ärgert mich nur ein kleines bisschen, dass ich halt zuerst ein Fisch geworden bin und nicht zunächst die Gegend erkundet habe. Das ärgert mich gerade ein kleines bisschen über mich selbst. So ein bisschen, bis wir irgendwie wieder rauskommen. An einen See dieser Größe kann ich mich hier nicht erinnern. So, ein Blick ist ein Fisch. Nun gut, vielleicht kommen wir ja auch wieder an die Orte zurück. Ich glaube, es war eher weniger, aber man kann ja trotzdem noch hoffen. Da man ja Erinnerungsanfang und da werden noch die flüsternden Türme. Die Leute nannten sie so, weil man im Nebel immer jemanden weinen hörte,
der um seine Geliebten trauerte. Dies war eine heilige Ruhestätte. Mein Name wäre auch in einem dieser Steine verewigt worden, aber wenn ich ein Bestattungsritual bekommen hätte. Ach so. Dann wäre ich schon längst in der Stadt des Lichts. Ach, das sieht ja cool aus. Also wenn das die Stadt des Lichts ist, dann kann ich verstehen, warum da jeder hin möchte. Und oh Gott, schau mal das Gebiet an. Das kann ich doch nicht alles erkunden, um irgendwelche Relikte und Pilze zu sammeln. Ja, okay. Bleib einfach stehen, Wolf. Alles gut. Ich müsste halt auch erstmal irgendein Tierchen finden, dass ich mich verwandeln kann. So, 10 von 25 gefunden. So. Oder ist es gar nicht so tief? Oh ne, okay. Gut, dann können wir mal dort in die Richtung. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich gleich ins Wasser gestürzt. Erinnerst du dich an diesen Ort? Nein. Willst du nach einem Namen und den Türmen suchen? Meinetwegen können wir hier ein bisschen bleiben. Okay. Das wäre eigentlich auch sehr schön hier. Und ja dazu sagen. Durch die Kuppel. Komm! Ja, wir können doch nicht, weil die noch gar nicht eingerissen. Ich dachte, das hätten wir schon längst geklärt, dass es nur so funktioniert. Ein Meißel. Oh Gott, ich habe schon so viel vergessen. Wenn Ayana Rana starb, wurde sein Name in die Steine der flüsternden Türme gemeißelt, um sie wissen zu lassen, dass sie für immer ein Teil der Ayana Rana bleiben werden. Die Flüstertürme hatten ihren Namen von der Tatsache, dass man jederzeit leise Gebete und Weinen um verlorene Familienmitglieder hören konnte, wenn man sich hier aufhielt. Okay. Interessant. Ich höre Kröten. Okay, anscheinend gibt es hier keine Tiere. Eleganter Ritualfeuerstein. Die Janaraner bereiteten ihre Toten mühsam für die Reise vor und platzierten sie auf einem Floß aus Holz, dekoriert mit Federn, Fell und Knochen. Das Floß wurde auf die Reise geschickt und entzündete, um den Toten Eintritt zu gewähren in den Blutpalast, der oft dargestellt wurde als aufgehende Sonne hinter einer monumentalen Pyramide. Ja, und da haben sich viel Arbeit gemacht. Die Frage, wie bleiben die Steine so stehen? Und warum fallen sie nicht um? Also bei, ich meine, bei denen ist mir schon klar, aber da gab es diesen einen, der hier. Wie war denn das war? Der hier zum Beispiel. Das wundert mich und gut, der geht eigentlich auch. Nun gut, da scheint es ja hier nichts weiter zu geben. Außer die Erinnerung. Die Seuche scheint ihren Tribut zu fordern. Wasser, um den Geist auf seiner Reise zu begleiten. Das Feuer,
um die Lügen und Fehler des alten Lebens zu verbrennen und den wahren Geist in uns zu befreien. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja. Du hast kein Recht, hier zu sein. Ich wusste nicht, dass sie im Haus war. Verzeih mir. Alles, was ab jetzt passiert, ist allein deine Schuld. Nun ja, welche Gedanken muss ich wohl gehabt haben, wenn ich gerade jemanden verloren habe, der qualvoll in dem Haus verbrannt wurde und keine Chance hatte zu fliehen? Und mein eigener Vater hat das befohlen. Was mag ich wohl für Gedanken im Kopf gehabt haben? Aber wir können jetzt die Kuppel durchbrechen und können herausfinden, was wir danach getan haben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Wolf bleiben. Noch ein Pilz. Wolf. 20 von 28 gefunden. Ja, rennt von mir nur weg. Ich bin's gewohnt. Bist du das? Sieht so aus, als wären dir immer mehr gefolgt. Ich frage mich, was dein Plan war. Na, bestimmt die Herrscher für ihre Taten büßen zu lassen. Das wäre zumindest ein Gedanke, den ich da gehabt hätte. Und ich habe schon ein kleines bisschen Angst vor dem Sturm. Folgen wir dem Bach. Sollen wir dem Bach folgen? Na gut, wenn du es sagst. Oder Luftballon, wie machen wir das? Muss ich sagen, ich glaube, die Stadt ist nicht, sie war jetzt nicht allzu weit entfernt. Oh.
Hallo, ich möchte ein Fisch sein. Bitte. Ich drücke das schon. Die linke Maustaste. Was soll ich denn noch machen? Ist auch schön, wie die Musik auch so leicht gedämpft klingt, weil wir unter Wasser sind. Lass es sich bitte. Huch! Das wollte ich gar nicht, dass es sich bitte lohnen. Lass hier runter gucken, war hier irgendein Pilz? Nein. Oh, okay. Ja. Hui! Hä? Gott. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Hier durch muss ich. Hier. Und dann da hin. Lass mal den Boden knutschen. Okay. So. Und nun? Hat sich die Reise hierhin gelohnt? Merkwürdiges Rohr. It's me, Mario. Merkwürdiges Rohr. Ein Rohr mysteriös. Man möchte gleich versteckte Gebiete erkunden. In der Tat. Ach, diese ganzen Anspielungen sind schon. Die sind schon cool auf diese ganzen Oldschool-Spiele. Immer Pokémon ist Mario. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, sag mir jetzt nicht, ich hätte da eigentlich lang gehen müssen und dachte aber so voll schlau, boah, ich habe bestimmt voll den Geheimort entdeckt. Oh, faszinierend. Ja. Unglaublich, dass unser Volk all das gebaut hat. Tja, kannst du mal sehen, ne? Hm. Man hätte eigentlich dort noch weiter erkunden können. So. Naja. Ist alles nicht ganz so einfach hier. Oh, toll. Ein neuer Pilz. Mehr Farben, bitte. Ja, genau. Zeig mir einfach, du kannst da rein. Das müssen die Kanäle unter Kilotasi sein. Beeil dich. Ich will dir die Stadt zeigen. Ja, ich will mich aber erstmal hier umgucken. Du siehst doch, ich habe jetzt hier wieder ein Easter Egg gefunden und einen neuen Pilz. Kann ich hier nicht beeilen. So, haben wir hier noch oben? Oh nein. Nee, ich glaube, den Pilz, den haben wir schon gehabt. Ich glaube, der ist nicht neu. Aber den hatten wir noch nicht so oft. Genau, dann ist mal 3 von 28. Also da ist noch Luft nach oben. So. Hallo. Das ist auch alles schön verschüttet. Und da rein.
Nee, warte, wir gucken nochmal, vielleicht war da ja irgendwas Besonderes an der Stelle. Nein. Hätte ja sein können. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Das können bestimmt auch zerstören. Das ist Kilotasi. Die Mutterstadt. Mhm. Nahe der Sonne. Geburtsstätte der Yenrana, unserem Volk. Unser Zuhause. Unser Stolz. Wolf, ich glaube, hier habe ich gelebt. Vielleicht finden wir sogar noch mehr über mich heraus. Aber das werden wir... Kilotasi. Sie ist immer noch sehr eindrucksvoll, nicht wahr? Tausende Menschen haben hier gelebt. Unglaublich, was? Hier gibt es bestimmt Unmengen zu lernen. Sehen wir uns ein bisschen um. Ein bisschen. Wir sehen uns so ein bisschen um. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Da werden wir es hier nur ein bisschen umsehen. Und werden eventuell mehr über unseren roten Luftballon herausfinden. Und... Nee, warte mal. Wir konnten doch hier... E3? Nee, wir konnten... Siehst du die riesige Säule? Da könnte was dran sein. Ja, suchen wir einen Weg nach oben. Ja, das werden wir alles machen. Aber in der nächsten Folge. Ich wollte mich eigentlich gerade nochmal so schön hinlegen, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Taste ich dafür drücken muss. Aber was ist der G? Nee. Das? Auch nicht. Naja, egal. Ja, in der nächsten Folge werden wir es hier nur ein bisschen umschauen, werden eventuell was Neues über uns herausfinden oder über unseren roten Luftballon, der jetzt schon wieder irgendwo weg ist. Keine Ahnung, wo der sich wieder hin verkrochen hat. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.